herzlich willkommen zum vierten Teil von Philosophie und Spiel bei 4Players. Wir bleiben noch ein bisschen in der Antike, nachdem ich euch in den vergangenen Teilen etwas erzählt habe über Heraklit, Pythagoras und Thales, geht es jetzt um Protagoras. Den kennen wahrscheinlich noch weniger Leute da draußen, aber bei ihm und den Sophisten, zu denen er gehörte, das bedeutet Lehrer der Weisheit, finden sich einige Bezüge, die einfach wunderbar zur Spielewelt passen. Bevor ich darauf eingehe, noch ganz kurz zu den Sophisten und zu ihrer historischen Einordnung. Nachdem die Griechen gegen die Perser gewonnen hatten in diesen tragischen und sehr wichtigen Kriegen, florierte der Handel in der Ägäis und der Krieger war zwar immer noch gefragt zur Stadtverteidigung der Polis, aber vor allem Händler, Rechtsanwälte, Politiker rückten natürlich in die vorderen Reihen und waren gefragt beim Aufbau der Demokratie. Und die mussten natürlich irgendwie ausgebildet werden. Jetzt war es aber so, dass die klassischen Philosophen eigentlich keine Lehrer waren, die bezahlt worden sind. Die haben quasi für sich die Natur beobachtet und ihre Schlüsse daraus gezogen. Die Sophisten hingegen waren die ersten bezahlten Wanderphilosophen, wenn man so möchte, die dafür sorgten, dass die Jugend oder dass der Nachwuchs vernünftig ausgebildet wurde. Heute gibt es ja noch den Begriff der, negativ konnotierten Begriff der Sophisterei, also der Haarspalterei, auch der Erbsenzählerei, auch das, was übrigens Spieletestern manchmal vorgeworfen wird. Negative Geschmack, der kam halt in der Antike schon auf, weil die klassischen Philosophen natürlich so ein bisschen verächtlich auf das schauten, was diese Wanderlehrer da veranstalteten, zumal es einen großen Unterschied gab in der Berufsauffassung. Die Sophisten sollten also die Jugend ausbilden, aber es gab keinen Kanon, es gab kein Zentralabitur oder sowas. Es gab nur ganz viele unterschiedliche Philosophen. Und wer hatte denn jetzt recht? Welche Wahrheit sollte man denn vermitteln und welches Wissen? Und die Sophisten versuchten dann aus dem vorhandenen Weisheiten, die existierten, etwas Nützliches herauszuziehen, mit dem man die Jugend bilden oder ausbilden konnte. Und ein Grundsatz dieser Art von Lehre war, dass es keine festen Wahrheiten gibt. Genauso wie es keinen festen Lehrsatz gab, an dem sie sich richten konnten, war ihre Überzeugung dann auch, es gibt nichts Unumstößliches in dieser Welt. Es gibt keine objektive Wahrheit. Und da haben wir natürlich den Bezug zur Spielewelt, auch zur Betrachtung von medialer Unterhaltung. Wenn Kritiker über Unterhaltung sprechen und sie einordnen und wenn man als Kinozuschauer, als Spieler, als Leser ein ganz anderes Gefühl von dem bekommt, was man da gerade konsumiert hat. Wenn man Spiele so oder so einschätzt, Filme so oder so findet und Kritiker da draußen dann ihre Sicht der Dinge formulieren, dann kommt es auch dazu, dass man sagen kann, keiner von denen hat die Wahrheit gefunden. Wir haben auch nicht die Wahrheit analysiert, wenn wir ein Spiel bewerten. Allerdings haben die Sophisten dann gesagt, dass selbst wenn alles da draußen gleich wahr ist, sowohl was ich körperlich empfinde, also wenn ich ins Wasser gehe, empfinde ich das vielleicht als zu kalt und jemand neben mir geht ins Wasser und sagt, es ist auch ganz schön warm. Genauso ist es ja mit geistigen Dingen, also mit Gut und Böse. Auch das, was wir geistig wahrnehmen, ist ja eigentlich immer nur unsere Wahrheit, unser Teil der Realität. Trotzdem haben die Sophisten gesagt, selbst wenn das Wahrgenommene immer vom Wahrnehmenden selbst beeinflusst wird, sodass man die Wahrheit nicht festmachen kann, gibt es doch, wenn man so möchte, eine bessere Wahrheit, wenn sie nur richtig kommuniziert wird, wenn man Argumente findet. Oder anders, dieser berühmte Spruch in George Orwells Animal Farm, alle sind gleich, aber wir Schweine sind ein bisschen gleicher. Der steckt auch in der Philosophie der Sophisten.
Es gibt viele Wahrheiten, aber einige sind besser formuliert und argumentiert als andere. Und hier kommen wir wieder in diesen Bereich der Kritik im weitesten Sinne. Man kann eine Kritik lesen über einen Film, über ein Spiel und sich anhand der Argumente des Autors überzeugen lassen davon, dass seine Wahrheit, die er empfunden hat, durchaus plausibel klingt. Der folgt man dann vielleicht und entdeckt auch Dinge, die man vielleicht ähnlich fühlte, aber nur nicht so gut in Worte fassen konnte. Und das war genau die Aufgabe der Sophisten. Die sind zu den jungen Aristokraten vor allen Dingen gegangen und haben sie unterrichtet in der Rhetorik und der Eristik, also in der Kunst des Streitgesprächs, um dafür zu sorgen, dass sie die richtigen Worte finden, um ihre Zuhörer, sei es im Gerichtssaal oder bei der Volksversammlung, zu überzeugen. Dadurch bekamen sie von den anderen Philosophen aber auch Kritik, denn der Grad zwischen der Überzeugung durch gute Argumente hin zum Überreden durch austauschbare Dinge, der ist natürlich schmal. Also das ist auch moralisch natürlich so ein bisschen anrüchig, wenn man Leute einfach nur überredet, wieder besseren Wissens. Nur haben sich die Sophisten eigentlich, also in der Rückbetrachtung, dadurch ausgezeichnet, dass sie eben dafür gesorgt haben, dass der Nachwuchs in dieser Antike, in der Polis, dass er durch eine Erziehung, die auf Ausbildung und auch Schulung ausgerichtet ist, dass dadurch auch eine verantwortungsvolle soziale Gemeinschaft entsteht. Also die Sophisten waren jetzt keine totalen Opportunisten, die sich allem angepasst haben, aber ein Teil ihrer Lehre bestand eben darin, zu sagen, es gibt keine göttliche, keine religiöse, keine universelle Wahrheit, wenn der Mensch mit der Vernunft herangeht. Und da hat übrigens Protagoras mit seinem Buch Über die Götter, in dem er sich ähnlich undifferenziert äußerte. Er sagte, ich kann die Götter nicht sehen, ich kann sie nicht verstehen und meine Lebenszeit ist viel zu kurz, um sie vielleicht irgendwann zu finden. Er hat sie also gar nicht komplett geleugnet, aber er hat gesagt, der Mensch kann diesen göttlichen Begriff nicht begreifen. Es gibt also diese Götter nicht in Wahrheit. Und das wurde ihm als Blasphemie ausgelegt und er wurde dann, also seine Schriften wurden angeblich verbrannt und er starb dann auch auf der Flucht. Wenn wir das also auf unsere digitale Realität beziehen, auf unseren Alltag auch, unseren Berufsalltag, dann ist es so, dass wir, egal um welches Spiel es geht, selbst um Dinge wie ein Spiel des Jahres, wie ein Red Dead Redemption 2, das für uns großartig war, gibt es da draußen zig andere Meinungen dazu, von der totalen Enttäuschung darüber, dass es ja überhaupt gar keine Spielmechanik hat, hin zu einer eher mittelmäßigen Einschätzung. Es gibt alles, alle Facetten zu diesem Spiel finden wir da draußen und die sind alle für sich wahr. Das sind alles für sich legitime Einschätzungen eines Spielerlebnisses. Ein Sophist würde jetzt aber folgendermaßen daran gehen. Der würde sich seinen Schüler oder seinen Spieletester, den er ausbildet, würde er dazu bringen, dass er so überzeugend argumentiert für das eine oder andere, meinetwegen dafür, dass Red Dead Redemption 2 das beste Spiel des Jahres 2019 ist, dass seine schriftlichen Äußerungen, dass seine Rhetorik, dass seine Argumente viel besser wirken und überzeugen als jene der Leute, die das Spiel anders einschätzen. Das wäre dann die große Kunst, da so heranzugehen. Diese kommunikative Kunst, diese Fähigkeit der Rhetorik oder des Streitgesprächs, die wurde natürlich dann auch immer weiter perfektioniert. Vor allem in England ist es ja immer noch so, dass die Debattenkultur sehr ausgeprägt ist, also dass man sich bewusst eines Standpunktes annimmt, den man vielleicht gar nicht selbst vertritt, wo es nur darum geht, vor einem Publikum dafür zu sorgen, dass die Argumente überzeugender klingen. Ich fand es jedenfalls ganz spannend zu sehen, dass diese Herangehensweise, die ja auch unseren Berufsalltag prägt und auch viele andere, dass die ihre Wurzel, also dieses Fundament der Subjektivität schon in der Also, dass die Wurzel dafür schon in der Antike zu finden ist und
Bei all der Kritik, die man an den Sophisten üben kann, wie gesagt, Sophisterei, Haarspalterei, Erbsenzählerei, Feuer brennt auf Holz, ne, auf der einen Seite, und die Möglichkeit des Opportunismus auf der anderen Seite, muss man aber auch bedenken, dass die Sophisten die ersten waren in der Antike, die im Gegensatz zu den klassischen Naturphilosophen, die sich für die Urstoffe und Elemente interessierten und vor allem die Natur beobachtet haben, dass die Sophisten die ersten waren, die den Menschen und sein Denken beobachtet haben. Also ihnen ging es eher darum zu sehen, wie man in unserer sozialen Realität miteinander umgeht und wie man dafür sorgen kann, dass man andere Menschen überzeugt. Bei den Sophisten sind also alle Meinungen gleich wahr. Nur die am besten argumentierte hat letztlich so viel Gewicht, dass man mit ihr und der Überzeugung durch der anderen eben auch etwas erreichen kann. Auf Spielekritik bezogen kann man vielleicht sagen, dass alle Leute mit ihren Geschmacksäußerungen zu Spielen auf ihre Art und Weise recht haben, egal wie die formuliert sind. Aber dass nur derjenige, der daraus eine qualitative Einschätzung formulieren kann und vielleicht die besten Vergleiche findet oder Argumente, dass der letztlich auch dafür sorgen kann, dass eine Kritik an Gewicht gewinnt.